lieber Aufrufer, eine neue Lichtgeschwindigkeit. Das Sensationsformat auf YouTube, die Chronik des Jahrhunderts, Tag für Tag. Das ist die alternative Geschichtsschreibung und die lebt davon, dass Leute das einschalten, dass Leute das weitersagen. Ich habe jetzt pro Tag durchschnittlich 1500 Aufrufer und das wächst in den letzten Wochen. Nicht geradlinig, jeden Tag einer mehr, sondern es wächst wirklich in die Weite und das ist ja auch die Angelegenheit wert. Ansonsten könnte ich mir die Arbeit sparen oder zu Hause alleine reden. Hier geht es also um die Echtzeitlage, was ist heute los und wie zeigen das die Zeitungen, die ja quasi einen Tag oder einen halben Tag später immer kommen, also quasi gestern Redaktionsschluss hatten. Das Thema des Tages nach wie vor ist also der neue Papst, Pontifex. Der Brückenbauer soll das sein zwischen der Weltlichkeit der Menschen und dem Göttlichen bzw. den Glaubensdingen, den Glaubensgewissheiten auch der Menschen auf Erden. Nach der Regel, Gott ist auf der Erde nur durch die Menschen. Also jeder ist Vertreter Gottes, auch der, der nicht dran glaubt. Also ich hier jetzt als Stellvertreter Gottes möchte hier vorstellen heute das Thema Franziskaner. Franziskus, der heilige Franz von Assisi, der mit den Tauben Vorlesungen machte über die Bibel. Franziskaner, Argentinier oder Jesuit. Darauf lege ich Wert, das jetzt hier mal kurz zu analysieren. Denn der Jorge Mario Bergoglio ist Jesuit. Das ist etwas Besonderes, die meisten Leute wissen das nicht. Bild-Zeitung macht natürlich, wie es Angelegenheit der Bild-Zeitung ist, es mit dem Stichwort auf, das die Leute kapieren, nämlich nationalistisch, ein Argentinier ist Papst. Also werden wir in Zukunft einen argentinischen Papst haben, werden wir in Zukunft argentinische katholische Kirche haben, werden wir argentinische Fokussierungen haben, ja, auf was konzentriert sich dieser Papst aus Buenos Aires? Wird er argentinische Themen haben oder wird er europäische Themen haben oder die Weltkirche oder die Befreiungskirche oder was weiß ich. Der Benedikt Ratzinger Papst war sozusagen ein Vertreter des Mönchstums, also der Papst als Mönch in seiner Geistigkeit fokussiert auf den Glauben, auf die Beziehung zu Gott, Maria und die Themen der Werte des christlichen Glaubens, Mönchstum, Benediktinerordensprinzipien. Bei ihm ist es so, er ist Franziskaner im Sinne von, dass er sich jetzt Franziskus der Erste nennt, Franz von Assisi, nach diesem Franz. Aber er ist Jesuit und ich komme dazu. Also jedenfalls Bild macht es auf als Argentinier. Das ist eine populistische Formulierung, die bezieht sich auf die Bildleser und nicht auf diesen Papst. Dass der Argentinier ist, wer weiß, was er für einen Pass hat, der ist italienischer Abstammung auch. So, Frankfurter Allgemeine Zeitung heute, Donnerstag, 14. März, sagt, Jorge Mario Bergoglio ist Papst Franziskus der Erste, erstmals Nicht-Europäer, Oberhaupt der katholischen Kirche, also zumindest, er ist kein Europäer, sondern Lateinamerikaner, Argentinier, und das bedeutet, die Hälfte aller Katholiken auf dieser Welt sind aus Südamerika. Es wird ein bisschen kolonialistisch gesagt, Lateinamerika, es heißt auch bei uns Ibero, also von der iberischen Halbinsel Iberoamerika, aber richtiger ist im Grunde genommen Südamerika. Hier heißt es Nicht-Europäer, also er kommt aus Nicht-Europa, das ist ja eine schöne negative Formulierung für alles, was Nicht-Europa ist, ist Nicht-Europa. Ja, er kommt aus Argentinien. Also, hier, die Ostsee-Zeitung habe ich heute mal, Rostocker Zeitung, die möchte ich im Grunde genommen extra vorstellen, denn sie ist inhaltlich besonders. Es ist keine Vollzeitung für Deutschland. Sie hat zwar den Anspruch für die Rostocker an der Ostsee, eine gesamte Weltlage darzustellen, aber es ist eine ganze Menge Ostsee drauf und dran. Jedenfalls auch auf dem Titel heute, auf der Ostsee-Zeitung vom 14. Donnerstag, 14. März 2013. Es ist ein Argentinier. So, haben sie es also auch gemacht. Das ist dann auch sozusagen die Aussage, vorher war es ein Deutscher, ein Bayer, haben die Bayern gesagt. Er ist der erste Papst aus Lateinamerika. Hier wird der Begriff auch Lateinamerika benutzt. So, und dann komme ich noch zu guter Letzt, was ich jetzt in diesen Tagen immer beobachte, die Neue Zürcher Zeitung, Donnerstag, 14. März, und
Da kann man sehen, diese internationale Ausgabe hat der Papst noch nicht. Das heißt, die haben sicherlich in Zürich in der Ausgabe in der Schweiz auch den neuen Papst Franziskus den Ersten. Aber hier heißt es noch kein weißer Rauch über dem Vatikan. Erster Wahlgang im Konklave, wie erwartet, erfolglos. Aufruf von Kardinaldekan Sodano zur Einheit der Kirche. Ja, und wir haben dann aber gestern Abend mit dem fünften Wahlgang den neuen Papst bekommen. Und nun gehe ich hier nochmal in meine Frankfurter Allgemeine Zeitung hinein, die nämlich diese Frage hier zumindest. Jorge Mario Bergoglio ist Papst Francisco Primo. Francesco heißt das in Italienisch. So, hier ist es abgebildet. Jubel und Begeisterung auf dem Petersplatz. Das ist hier sozusagen das allgemeine äußere Bild. Petersdom, das Portal hier, das Benediktorium hier oben, wo der Papst dann vorgestellt wird. Habemus Papam. Und dann haben Sie hier unten nämlich genau, was ich gesagt habe. Der Name Franziskus ist auf Programm. Hier wird nämlich Franz von Assisi gezeigt. Und hier jesuitischer Anwalt der Armen. Und das möchte ich also nochmal hervorholen. Mit dem Franziskus-Namen, den der Papst sich frei wählt, dieser Papst Bergoglio aus Buenos Aires akzentuiert mit dem Franziskus, dass er die katholische Kirche in Rom heute für reformbedürftig hält. Der Franz von Assisi ist im Grunde ein Vorläufer von Luther, also ein Reformator der katholischen Kirche gewesen, der sich von dem Weltlichen abgewendet hatte und durch Offenbarungslegenden angeblich, Gott hat ihm gesagt, hier, sieh zu, und dann hat er die Schuhe ausgezogen, nur noch mit einer Kutte und einer Kordel barfuß gegangen, als letztlich Franz von Assisi, und hat dann sogar zu den Tieren gepredigt. Ich lese mal hier kurz, es ist vorgestellt worden. Franziskus begann allein außerhalb der Stadt zu leben, Aussätzige zu pflegen, barfuß zu laufen, die einfache Kutte nur mit einem Strick gegürtet. Mit dieser anstößigen Lebensweise zog er Spott und Ablehnung auf sich, fand aber auch erste Anhänger, die auch nach dem Vorbild der ersten Jünger Jesu zu leben willens waren. Vom damaligen Papst wurde die kleine Gemeinschaft zunächst mündlich und während des vierten Laterankonzils im Jahre 1215 öffentlich anerkannt. Franziskus schloss sich 1219 dem damaligen Kreuzzug an und predigte sogar im Lager der muslimischen Heere. Wohl auch infolge der Krankheiten gab Franziskus 1220 die Leitung seines Ordens ab. 1226, er war 47 Jahre alt, starb Franziskus, der heilige Franz von Assisi. Eine Reise nach Assisi heute, sozusagen südlich von Florenz oder sagen wir mal zwischen Florenz und Rom in den Bergen, das ist wirklich ein Erlebnis dort, und es sind dort auch deutsche Häuser. Also schöne Reise nach Assisi. Ich war im vergangenen Jahr in Assisi. Man kann meine Darstellung bei YouTube als das tägliche Chronikvideo auch sehen. Gut, also so viel der Anspruch des neuen Papstes jetzt. Er will die Bescheidenheit statt dem Prunk und dem Prott zeigen. Und das hat er schon angefangen mit seinem ersten Auftritt auf der Loggia, wo er nur das weiße Gewand anhat, kein Zeug. Dann hat man ihm kurz diesen Schal umgelegt, den hat er dann auch wieder abgenommen. Also dieser Mensch fährt Straßenbahn, Fahrrad und geht zu Fuß und wäscht den Armen die Füße. Mal sehen, wie er das praktisch als Oberchef eines Staates und Oberchef einer Kurie und Oberchef der Katholiken in aller Welt dann auch auf die Reihe kriegt, hier als Vorbild zu wirken, ohne jetzt seine ganzen Kardinäle und seine ganzen Kirchenleute, die katholischen Kirche prunken ja mit Gold und Glitzer im Unterschied zu den protestantischen Gegend, wie er da sozusagen als schmuckloser Papst die Integration findet. Ja, das zweite Thema, jesuitischer Anwalt der Armen. Jesuit, das bedeutet, er ist ein Intellektueller, und die Jesuiten haben drei Prinzipien. Es ist nämlich tatsächlich die Anerkennung der Obrigkeit, die vollkommene Indienststellung unter den Papst. Das ist jetzt, wenn der Papst selbst Jesuit ist, natürlich witzig, er muss sich selbst unterordnen. Und insofern haben die Jesuiten, die von Ignacio von Loyola, einem spanischen Reformator der Kirche, auch eine Art Vorgänger von Martin Luther,
dass diese Jesuiten im Grunde genommen die papsttreue Mannschaft sind als Bildungsinstitution in der Welt. Sie haben Universitäten, sie sind ganz klug. Und der Jorge Mario Bergoglio, der neue Papst Franziskus I., hat auf Jesuitenschulen studiert, unter anderem in Deutschland, in Hessen. In Frankfurt am Main hat der jetzige neue Papst studiert. Ja, also es geht, man kann davon ausgehen, er kann viele Sprachen, unter anderem kann er wahrscheinlich auch Deutsch verstehen. So, also hier wird dann gesagt zu dem Thema Jesuit, ein Schwergewicht, wenn auch mit umgekehrten Vorzeichen, war Bergoglio aber auch einem anderen Grund, als vor 8 Jahren Josef Kardinal Ratzinger als Konklave als Papst hervorging, war es der frühere Provinzialobere der argentinischen Jesuiten und mittlerweile langjähriger Erzbischof von Buenos Aires, hinter dem sich die Minderheit der Kardinäle versammelt hat. Er hat also, als Ratzinger gewählt wurde, noch 40 Stimmen bekommen. Er war sozusagen der Vizekandidat im Jahre 2005. Immerhin, ein Italiener ist es nicht, doch immerhin ein Papst italienischer Abstammung. Gut, ich wollte hinweisen auf das Thema, der Papst ist Argentinier, der Papst ist Franziskaner quasi, Franz von Assisi, Armutsprediger, Vorbild, oder er ist Jesuit, und ich möchte sagen, wir müssen uns darüber klar sein, wir haben es hier mit einem Jesuiten zu tun, das ist das, was zählt. Der neue Papst Franziskus ist ein Jesuit, und das heißt, er hat Selbstvertrauen, er hat Wachheit, er hat Geistesschärfe, er ist ein Entscheider, er ist mutig, und das, glaube ich, ist in der jetzigen Rolle eines Papstes, der über eine Milliarde Menschen sozusagen zu betreuen hat, sich um sie sorgen soll, ihre Belange vertreten soll und letztlich Entscheidungen zu treffen hat, wichtige Personalentscheidungen auch im Vatikan, in der Kurie. Das ist genau die richtige, klare Entscheidung, und ich sehe meine Ansage, meine Wunschvorstellung auch bestätigt hier, wie soll der neue Papst sein in der Nachfolge von Ratzinger, dass ich der Meinung war, Ratzinger ist nicht aus Altersschwäche zurückgetreten, sondern er hat sich überlegt, wie kann das, was nötig ist, getan werden und wer kann das? Und in der Folge ging es jetzt über den Rücktritt von Ratzinger, das heißt Amtsverzicht mit Vorüberlegung, wer kann es machen, ganz geradlinig auf diesen Bergoglio, den Jesuiten hinzu, und zwar, weil er jesuitische Qualitäten hat. Dass er Argentinier ist, ist dabei das Unwichtigste, dass er aus Lateinamerika kommt, allerdings spielt er schon eine Rolle, und aber, dass er den Franz von Assisi nach vorne stellt, das ist extrem mutig, denn das ist einer der heiligsten Heiligen der katholischen Kirche. Und ich will vielleicht noch eine kleine Anmerkung hier dazu geben. Da ist nämlich Folgendes gesagt. Bei der Wahl des Namens gibt es eine Reihe von Namen der größten der christlichen Religionen, die sich nicht ziemen. Nicht in Betracht bei der Namenswahl kommt der Name des Heilands selbst, der Name von dessen zumindest sozialen Vater Josef, die Namen der 12 Apostel, insbesondere des Apostelfürsten Petrus, sowie die Namen der Evangelisten. Der Papstname Johannes bezieht sich auf Johannes den Täufer, das war nicht Johannes der Jünger. So, also, und so viel zu Dios Secondo, Gott dem Zweiten, auch wenn wir alle Stellvertreter Gottes sind, ist doch ursprünglich gedacht, dass man den Namen Gottes gar nicht ausspricht, so wie es die Juden im Grunde genommen der Vorschrift halber auch nicht tun sollen. Also Yahweh mit den Vokalen ausgestattet, eigentlich nur der Schreibkultur zuliebe gemacht ist, aber man spricht ihn eigentlich nicht aus, man macht keine Bilder. Und insofern bin ich hier jetzt also durch mit meiner Lichtgeschwindigkeit. Ich sage, dieser neue Papst wird ein jesuitischer Papst sein. So, danke für den Aufruf. So.